So, hallo Leute, ich zeige euch heute mal, wie man Wurstsalat macht oder wie ich meinen Wurstsalat mache, und dann zeige ich euch schon mal die Zutaten dafür. Wir brauchen ein bisschen Wasser, Salz, Branntweinessig oder Apfelessig, Sonnenblumenöl, eine Zwiebel, Petersilie, ich benutze die, man kann auch frisch benutzen, Pfeffer, kleine Maiskörbchen aus dem Glas, das sind die hier, kleine Gürkchen aus dem Glas. Dafür benutze ich die Brühe und 400 Gramm Fleischwurst. Das war's. Und dann zeige ich euch, wie man das macht. So, ich habe jetzt einen Topf genommen, den habe ich schon mal vorbereitet. Da habe ich unseres Wasser reingemacht. Das lassen wir jetzt ein bisschen aufköcheln. Und dann kommt dann ein Esslöffel Brühe rein. So. Dann verrühren wir das schön. Das muss auch nicht kochen, das muss bloß erhitzt werden oder warm werden. Und das hat nur den Vorteil, dass die Brühe sich da richtig drin auflöst. Sonst löst sich die Brühe nicht so ganz gut auf. Das geht besser mit warmem Wasser. So, das war's schon. Wie viel ihr von allen braucht, das seht ihr am Schluss des Videos. Da schreibe ich das alles rein. Und jetzt stellen wir das beiseite und lassen das abkühlen. Das war's schon. So, jetzt ist unsere Brühe abgekühlt. Die kommt dann hier gleich in die Schüssel. So, dazu geben wir gleich unseres Essig. Dann kommt dazu unseres Öl. Dann kommt dann zu ein bisschen Salz. Aber nicht sehr viel, weil die Brühe ist schon salzig. Dann kommt ein bisschen Pfeffer rein. So, dann kommt dann ein, zwei Teelöffel Petersilie rein. Dann verrühren wir die ganze Geschichte. So. Und dann kommen gleich die anderen Zutaten rein, dann kommt gleich unsere Maiskälbchen rein. Dann machen wir da unsere Zwiebeln rein. Dann unsere Gürkchen. Und zu guter Letzt unsere Fleischwurst. Vermengen wir das schön. Schön unterrühren alles. So. Und dann habe ich so eine abschließbare Schüssel. Da mache ich jetzt den Deckel drauf und dann lassen wir das eine halbe Stunde ziehen. So eine halbe, dreiviertel Stunde lassen wir das durchziehen. Und dann, wir essen das einfach mit Brot, Baguette, was eben halt da ist. Ja, probiert das aus. Wir finden es lecker. Dann sehen wir uns beim nächsten Video.